Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber. Das sind meist die Symptome einer Grippe. Sie können aber auch auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hindeuten. Vor allem, wenn der Patient Urlaub in einer Hochrisikoregion gemacht hat oder Kontakt mit einem Infizierten hatte. Coburger Ärzte warnen trotz allem vor einer Hysterie, geben aber einen wichtigen Hinweis. Wenn ein Patient den begründeten Verdacht hat, dass er sich eventuell mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte, bitte zu Hause bleiben, im Gesundheitsamt anrufen. Die schicken dann jemanden vorbei, dass ein Abstrich gemacht werden kann, damit man Gewissheit hat, ob der Patient an dem Virus erkrankt ist oder nicht. Noch parken in der Virchowstraße Autos am Straßenrand. Von März an ist damit aber Schluss. Denn dann herrscht hier absolutes Halteverbot. Sehr zum Ärger einiger Anwohner, die zwischen der Virchowstraße und dem Gustav-Hirschfeld-Ring wohnen. Sie verstehen nicht so ganz, warum das so ist. Zugetragen wurden uns Sachen wie Krankenfahrzeuge kommen nicht durch, Feuerwehr kommt nicht durch, Müllfahrzeuge kommen nicht durch. Nur nebenbei, meine Mülltonne ist seit 7 Jahren immer geleert worden. Laut dem Beschluss aus dem September sieht die Feuerwehr das aber anders. Sie habe Probleme, mit den Fahrzeugen durch die enge Stichstraße zu fahren. Da befriedigt diese Aussage nicht. Sie plagt vor allem eine Sorge. Wenn sie nicht mehr hier halten können, können sie auch nicht ihre Einkäufe ausladen. Klar wäre es möglich, im Gustav-Hirschfeld-Ring zu halten. Aber von dort aus führt eine lange Treppe hoch zu den Anwesen. Insbesondere ein Problem für ältere Menschen und Leute mit Handicap. Die Anwohner stört noch eine Sache. Weiterhin möchte ich noch sagen, dass über diese ganze Situation, in Anführungszeichen Beschluss, dem kaum einer bekannt ist, eigentlich keine Information seitens der Stadt an die betroffenen Bürger, weder einen Flyer oder einen Dreizeiler, geflossen ist. Für sie besonders ärgerlich, weil die Schächte für die Halteverbotsschilder schon gebohrt worden sind. Bislang betreut Ulrich Leicht alleine die Vogelauffangstation. Vor über 50 Jahren hat er sein Herz an Greifvögel verloren. Jetzt sucht er jemanden, der ihn erst unterstützt und später die Arbeit weiterführt. Optimal wären 3 Leute, damit sie sich die Aufgaben in Schichten teilen können. Der Landesbund für Vogelschutz würde sogar die notwendige Ausbildung zum Falkner bezahlen. Das Highlight und das Top-Erlebnis ist nach der Pflege, wenn der Vogel wieder gesund, selbstständig draußen freigelassen werden kann und jagen kann ohne menschliche Hilfe. Und das dann gemeinsam mit dem Finder zu erleben, das ist schon ein Highlight. Damit sich die Vögel nicht an den Menschen gewöhnen, sind sie nur durch ein Guckloch in den Volieren zu sehen. Nur ein Uhu, der nicht mehr ausgewildert werden kann, darf in seinem Krankenzimmer Besuch erhalten.